Schlimm, dich so zu sehen. Ich kenne dich ja, anders. Merkst du. Eigentlich bist du ja mein Sonnenschein. Ja. Wo ist die Sonne hin? Du hast sie mitgenommen damals. Ich habe sie mitgenommen? Mhm. Nein. Doch? Nein, ich habe sie nicht mitgenommen. Doch, hast sie mitgenommen. Der Sonnenschein ist eigentlich links neben mir. Mhm. Ja, na, du weißt nicht, was hier abgeht, Mann. Ich bin gespannt. Warum bist du wieder hier? Ganz ehrlich. Also, warte. Du denkst, dass ich wegen dir zurückgekommen bin. Wegen wem? Ganz bestimmt wegen dir, ja. Eben. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich dich weinen gesehen habe, das hat mich zerrissen. Echt? Ja. Es hat mich allgemein zerrissen, zu wissen, dass du hier bist und leidest wegen mir. Als du gehen musstest, Diana, das war schlimm für mich. Guck nicht ganz weit darunter. Er kann das Gespräch zu ihr suchen. Das hat er jetzt. Aber er muss sich dann entscheiden. Ich werde nicht zulassen, dass man mit mir spielt und mich die ganze Zeit hinhält, bis man das Ziel erreicht hat. Richtig, sehr gut. Mir tut es halt auch irgendwie weh, Melissa so zu sehen, dass es ihr halt auch nicht gut geht. Aber im Endeffekt will sie ja auch Klarheit, was Danilo und Diana betrifft. Ich denke, die Gefühle von der Diana sind zu Danilo, ja, romantisch. Nicht so freundschaftlich. Hab ich dir gefehlt? Ja, hast du. Du hast mir gefehlt. Ich habe auch draußen gesagt, ich kann es kaum erwarten, Danilo endlich in den Arm zu nehmen. Bei dir war ein Gefühl da, was ich ewig nicht mehr hatte. Keine Ahnung. Oh Gott, was ich will. Ja, ist so. Diese Show macht mich fertig. Diese Show macht mich fertig. Ich bin jetzt wieder da. Aber hör auf. Weißt du, was mir. Du hast mich hier, egal was du brauchst, das weißt du. Ich glaube, ich gebe ihm die Chance, sich mit ihr zu unterhalten. Die Chance gebe ich ihm jetzt und sollte er trotzdem weiteren Kontakt zu ihr aufnehmen, dann werde ich gehen. Entweder geht er dann den Schritt auf mich zu oder er lässt es bleiben, aber dann bin ich halt weg hier. Verpasst keine Highlights, abonniert den YouTube-Channel und ganz wichtig, drückt die Glocke.